Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Silent Hill. Und genau, liebe Freunde, ja, wir waren beim letzten Mal hier in der Stadt weiterhin unterwegs und sind jetzt auf der Suche nach den drei Schlüsseln, um in der Tür im Haus weiterzukommen. Genau, und für die drei Schlüssel haben wir drei Markierungen auf der Karte gesehen und die erste, da stehen wir direkt davor. Die würde ich mir doch gerne nochmal anschauen. Also wir waren ja hier, genau, hier an diesem, hier soll irgendwo was sein. Ja. Okay. Wir schauen einfach mal. So, Kamera bitte wieder hinter mich. Macht er hier nicht. Warum macht er das hier? Wow. Ah, guckt mal da. Oha. Oha. Und wir können hier über diesen Ast drüber. Ach, guck, da hat er die Medizin. Und hier ist der erste Schlüssel. Guckt mal. Der Vogelscheuchenschlüssel, jawohl. aber den doch schneller gefunden, als ich dachte. Und hier oben ist noch ein Tonikum. Sehr schön, Freunde. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter hier mit diesem neuen Projekt, was ja auch sehr viel Anklang findet. Finde ich gut, hat es auch verdient, weil ich finde es sehr gelungen. Klar, gut, die Grafik ist halt typische PS1-Grafik, ne? Aber, ja, ihr kennt mich, ich mag solche Spiele. Definitiv. So, dann gucken wir doch mal bei dem zweiten Punkt. Wo war das nochmal? Falsch rum. Komplett falsch rum hier. So, ich muss mich hier noch ein bisschen zurechtfinden auf der Map. Gegner sollten wir alle gekillt haben. Genau, hier sollten wir doch jetzt richtig sein, oder? Jawohl. Hier sind wir richtig und gucken wir uns doch hier nochmal um. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Und mein Handy hat vibriert, das habe ich gerade leicht erschrocken. So, hier ist leider auch nichts. Gucken wir alle Mülltonnen einfach an. So. Kann man hier vielleicht rein oder so? Nö. Okay. Da ist auf jeden Fall wieder ein Gegner. Das gefällt mir nicht. Okay. Genau. Und ihr hattet mir erzählt, dass der Hauptcharakter ein besseres Auto-Aim kriegt, so je mehr Gegner man tötet. Ja. Und da ihr mich kennt und ich alle Gegner machen werde hier, ja. Ist das doch sehr gut für uns. So, der hat sich auf jeden Fall verzogen, das ist gut. Wo kommt das Viech hier? Das Ding macht mich irgendwie ein bisschen nervös, muss ich sagen. Verdammte Scheiße. Wo ist das Teil? Gut. So, wir haben hier Off-Limits. Kann man hier rein? Ach, guck mal! Okay. Hier kann man rein. Okay, das habe ich beim letzten Mal tatsächlich übersehen gehabt. Ich hab hier doch dran geklickt. Naja, egal. Mach mal bitte die Kamera hinter dich. Geht nicht so ganz. Ah ja, und guck mal, was da liegt. Ein Hundekopf. Um Himmels Willen, Leute, was macht ihr denn hier? Und noch ein Schlüssel. Der Holzfällerschlüssel. Sehr gut. Kann man nicht rein, aber da liegt noch eine Medizin. Sehr gut. So, dann würde ich mal vorschlagen, gehen wir mal wieder hier raus. Off Limits, jawohl, dann haben wir diesen Punkt auch abgehakt. Das geht ja stiller als gedacht jetzt. Und dann haben wir nur noch da oben, bei der Brücke da. Okay, dann stapfen wir da doch direkt hin. Stapfen wir da direkt hin. Den Gegner werde ich jetzt sein lassen. Auch wenn wir dadurch ein besseres Auto-Aim bekommen, aber ja. Man muss ja nicht unnötig Munition hier verschießen, ne? Und da kommt schon wieder einer. Okay, sind wir hier richtig? Wir sind Gold richtig, Freunde. Sehr schön. Den lasse ich jetzt einfach. Wie gesagt, diesen Gegner lasse ich einfach. Und dann müssen wir uns jetzt hier mal umgucken, ne? Auf dieser Brücke. Sag mal, wo kommt ihr eigentlich alle her? Oh, der ist weg. Und dann mal kaputt treten. So.
Wunderschön. So. Ach genau, hier war doch dieses Polizeiauto, ne? Ach, guck mal da drin. Im Kofferraum. Der Löwenschlüssel. Ha. Wunderbar, Freunde. Ich glaube, als wir den das letzte Mal geprüft hatten, diesen Wagen, da war der Schlüssel noch nicht da. Das ist ja gemein. Okay. Ich würde mal vorschlagen, wir gönnen dem Typen mal eine kleine Pause hier. Und staffen wir mal ein bisschen. Und dann würde ich vorschlagen, gehen wir weiter. Gut. Dann Harry. Du lässt den Gegner schön bleiben. Hab kurz auf mein Handy geschaut. So, wo war denn jetzt nochmal das Haus? Unten an der Balkan Church war das, glaube ich, oder? Ach nee! Quatsch. Das war doch voll weit. Ach, das ist doch voll weit weg jetzt. Ach, verdammt. Na gut, egal, dann laufen wir halt ein bisschen quer durch die Gegend hier. Ich meine, das hat es ja mit dem Spiel so auf. Ah, und guck mal, man kann während dem Laufen kann man so die Kamera wechseln. Das ist interessant. Ach, schaut euch das an hier, guck. Okay. Ja, liebe Freunde, wir laufen hier durch den Nebel des Grauens. Und ich freue mich natürlich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt hier bei Silent Hill. Ein richtig, richtig gutes Spiel, was mich schon richtig gefesselt hat am Anfang hier. Und ich laufen wir richtig. Wir laufen genau falsch. Shit. Und ja, ich bin mal gespannt, wie sich die Story noch so entwickeln wird. Ich meine, man hat ja jetzt seine Tochter verloren, ne? Und dieses lasse ich einfach fliegen. Ah, verdammt mich. Wie geht's uns? Ja, geht noch grün. Ist okay. Ja, wir haben ja unsere Tochter verloren. Und ich bin mal gespannt, ob noch weitere Personen hier außer die, Sybille heißt die, glaube ich, die Polizistin erscheinen. Und hier war doch jetzt irgendwo das Haus, oder? Ja. Ha. Schau ich das an, meine Orientierung, ne? Wir sind goldrichtig. Sehr gut. Ah, okay, wunderbar. Hier haben wir wieder dieses Resi-Haus. Dieses Mini-Resi-Haus. Und wir speichern mal. So. Jawohl, überschreibe das bitte. 1 Stunde 14. Das stimmt nicht so ganz, aber ist okay. Und, jawohl. Die Grafik hier, das habt ihr auch erwähnt. Hier gibt es keine vorgerenderte Grafik. Dadurch erinnert mich die so ein bisschen an Dino Crisis von Capcom. Auch mit diesen 3D-Grafiken. Ich finde das nicht schlecht. Also, so. Habe den Löwenschlüssel verwendet. Ein Schloss ist weg. Holzfällerschlüssel verwendet. Zweites Schloss ist weg. Vogelscheuchenschlüssel verwendet. Drittes Schloss ist weg. Es ist nicht abgeschlossen, ja. Dann, Harry, raus mit dir. Was? Es wird schon wieder dunkel? Was ist los? Aha. Okay. Wir haben jetzt also plötzlicherweise irgendwie Nacht und der einzige Durchgang zur alten Stadt. Okay. Zweimal Medizin. Ach Gott, was kommt denn hier? Sagt mal. Wenn die uns jetzt schon freiwillig zweimal Medizin geben. Oh Gott. Was ist das für eine Musik? Um Himmels Willen. Ja, das ist der Garten vor diesem Haus. Ah. Ist das eine Tür oder was? Tatsächlich, aua. Okay, krass. Ja, wo sind wir jetzt hier? Sind wir jetzt hier auf der anderen Seite? Oh mein Gott, wir können zur Schule. Freunde, wir können endlich zur Schule, aber irgendwie habe ich hier ein bisschen Schiss. Ich weiß auch nicht. Wenn ein Gegner kommt, ich schieße einfach. Ich guck mal gerade, wie viel Muni wir noch haben. 8 Schuss. Tja, das war's, ne? 8 Schuss. Das reicht für 2, 3 Gegner. Wartet mal, liegt da was auf dem
Eine Tonne da? Nö. Okay. Och, Kamera. So. Da! Da kommt was. Oh Gott, die Viecher sehen jetzt richtig anders aus, ne? Ja, toll. Aua, gar nicht getroffen hier. Was soll das denn? Orange. Wir warten noch mal ein bisschen mit dem Tonikum nehmen. Alter! Wo ist das Ding? Da ist es. Boah, bist du widerlich. Nee, der trifft nicht. Verdammt. Der trifft das Vieh nicht. Ah, toll. Alter, wir haben keine Munition mehr. Dann versuche ich jetzt doch mal mit dieser Nahkampfwaffe rumzulaufen. Nee, also diese Fliegeviecher da, das kannst du vergessen, Harry. Das kannst du echt vergessen, glaube ich. Och man, ich habe bei der letzten Munition ja den Dingern verschwendet. Nee, keine Chance, Freunde. Wir brauchen Munition. Scheiße. Ich weiß nicht, wo ich hier hinrenne. Ich will einfach diesen Gig da loswerden. Alter Schwede. Boah, seid ihr nervig. Bist du nervig, Kollege? Das Ding ist, wir haben keine Munition mehr und wir sind rot, also wir müssen uns einmal heilen. Ah, das reicht sogar bis ins fast grüne, gelbgrüne Bereich hier. Ja, komm, du Drecksvieh. Komm her. Ah, ich krieg das nicht geschlagen. Ah, doch, man kann es. Man kann es... Man kann es kaputt hauen. Okay. Man kann es kaputt hauen, aber... Ja, bevor das wieder anfängt zu fliegen, Harry. Verdammtes Vieh. Echt. Geh ihm los weg. Und da rennt ein Hund rum. Da hinten ist ein Hund. Oh mein Gott. Und wir haben noch keine Munition dafür. Noch ein Gegner. Alles voller Gegner hier und wir haben keine Munition. Das ist echt geil. Oh Mann. Und einen Hund mit dem Knüppel möchte ich jetzt nicht unbedingt töten. Jo. Leg dich hin. So, kommen wir hier nicht irgendwo rein? Ich glaube, unser nächstes Ziel ist tatsächlich die Schule. Aber wir brauchen doch Munition. Jo, Harry. Alles gut. Wir brauchen doch hier irgendwo Muddy, Mensch. Platsch voll gegen den Baum. Ne, hier ist die andere Seite von dem... Okay. Verdammt. Wir brauchen doch Munition hier. Dass die uns auch keine Munition geben, ne? Ist irgendwie... gewöhnungsbedürftig. Aber mit dem Stock würden wir die Gegner halt auch kaputt kriegen. Aber es ist halt... Boah, schwierig. Ist wie mit Messern bei Resident Evil. Okay, wir haben den erwischt. Den haben wir erwischt. Na komm, mach weiter. Ha, warum? Ich hab den doch voll getroffen. Hallo? Was ist mit dem? Ey, der trifft mich irgendwie komischerweise immer. Der trifft... Ja, toll. Toll. Game over, Freunde. Ach, Mann, das ist so bescheuert. Harry wird schnell überwältigt, wenn er es gleichzeitig mit mehreren Gegnern zu tun hat. Wenn viele Gegner in der Nähe sind, sollte man stets einen ausreichenden Sicherheitsabstand einhalten. Ja, danke, Leute. Danke. Ich würde vorschlagen, wir sehen... Oder wartet mal. Nee, wir haben doch gespeichert. Wir können doch laden. Wir haben doch gespeichert. Genau. Ja, das war doch gut. Dass wir da gespeichert haben. Weil, so haben wir nicht so einen weiten Weg, wisst ihr? Ja, gut. Dann setzt mal die Schlüssel wieder ein hier. Dann wissen wir ja, wo wir nicht hin müssen. Nicht wahr?
So, dann macht das Ding auf. Die Cutscene können wir eigentlich überspringen, aber ist okay. Was? Ja, es ist Nacht. Ja, ist okay. Was ist los? Ja, schöner Fail gerade eben. Ne? Also das heißt, wir müssen unsere Bulli tatsächlich aufsparen für die Hunde. Weil die Fliegeviecher werde ich nicht erledigen. Definitiv nicht. Jetzt wissen wir auch, warum sie uns zwei Tonikas geben, ne? Weil es einfach ein Scheißbereich hier ist. So, wie gesagt, unsere letzte Munition bitte für Hunde aufsparen, nicht für Fliegeviecher. Ah, lass das Ding in Ruhe. Alter, da sind noch Hunde. Oh, verdammt. Oh Gott, ja, wir haben jetzt die Gegner am Arsch. Diese Fliegeviecher gehen mir halt total auf die Nerven. Ich glaube, wir müssen auch erstmal... Ja, wir müssen echt zur Schule, ne? Okay, hier runter ist die Schule irgendwo. Ich werde jetzt meine Buddy nicht... Alter, blödes Ding. Ich werde jetzt meine Buddy nicht für die Gegner hier nutzen. Die Gegner werde ich leben lassen. Alter, dieses blöde Fliegeding. Verdammte Scheiße. Das hau doch mal ab. So, Schule, wo bist du? Was ist das hier? Ist das eine Schule? Nein, hier ist ein Reservoir. Zutritt nur für Befugte. Ja, aber da ist ein Schlüsselloch, ne? Okay, das heißt, da kommen wir erstmal nicht hin, wo bin ich überhaupt? Ah, okay. Ah ja, wir sind fast an der Schule. Oh mein Gott. Überall diese Fliegedinger hier. Ich hasse sie. Ich hasse sie abgrundtief. So, aber wir haben sie abgehängt. Dann atmen wir ein bisschen durch, Harry. Und hoffen wir mal, dass Cheryl tatsächlich in der Schule ist. Okay, was ist das für ein Gegner? Das ist ein Hund. Ah, da vorne. Okay, den muss ich wegmachen. Der ist ja total im Weg. Och, Harry. Ah, guck mal, der hat nur zwei Schuss gebraucht. Witzig. Weg damit. Da ist noch einer. Boah. Boah. Junge, Junge. Alter. Okay. Guck mal bitte auf deine Heilung. Auf dein Leben. Orange geht noch. So. So. Puh. Meine Fresse, ihr Hunde. Da. Mann. Mann. Weg mit euch hier. Wir sind kurz vor der Schule, Freunde. Nutzt dein Tonikum. Den letzten Schuss haben wir verbraucht. Das ist wirklich geil. Wir gehen ohne Money in die Schule. Okay, wir sind endlich an der Schule angekommen. Und, Cheryl, bist du da? Ich habe keine Landkarte von diesem Ort. Ja, danke. Stimmt. Macht auch wenig Sinn, da auf die Karte zu gucken. Okay, wir sind in einem neuen Gebäude, Freunde. Nämlich in der Schule. So, eine Amerika-Karte. Und da ist doch direkt eine Karte. Oder wie das aussieht. Jawohl, Freunde. Das ist eine Karte der Schule. Und sonst ist hier nichts. Okay. Okay, das hat jetzt wieder Resi-Feeling. Okay, wir sind in der Lobby. Und haben hier, ja, eine quadratische Schule. Meine Fresse. Drei Stockwerke. Okay. Und verschiedene Klassenzimmer. Teacher's Room. Klos. Und Treppenhäuser. Und, ja, ein riesen Innenhof. Okay, das wird spaßig, glaube ich. Was? Boah, was für eine Kamerasicht. Alter Fede. So. Und wieder natürlich eine ganz tolle Musik hier, ne? Okay. Moore, Ronaldo, Gordon. Das muss die Lehrerliste sein. Ja. Okay. Wir schauen uns weiter ganz langsam hier um. So. Was haben wir denn hier? Oh! Da geht's rein, um Gottes Willen. Nee, 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 nee.
Die sind aber auch schlecht markiert, die Tür. Was haben wir hier? Es ist in Blut geschrieben. Oh, 12 Uhr. Ein Ort mit Sang und Klang. Ein silberner Wegweiser ist ungenutzt in verschollenen Sprachen. Erwacht beim verfügten Befehl. Okay. Hier liegen noch so Notizen, Blut geschrieben. 10 Uhr Alchemielabor. Gold auf der Handfläche eines alten Mannes. Die Zukunft verborgen in seiner Faust. Gegen das Wasser des Weisen austauschen. Es könnte ein Rätsel sein, ne? Was uns bald erwartet. Es ist im Blut geschrieben. 5 Uhr. Dunkelheit, die erstickende Hitze bringt. Flammen besiegen das Schweigen und wecken die hungrige Bestie. Die Tür der Zeit öffnen, um Beute zu locken. Das hört sich ja schon wieder krass an. Mehr gibt's ja nicht in diesem Sekretariat. Okay, dann geh hier rein. Okay, wir haben 3 dezente Hinweise bekommen. Mal schauen, was das hier... Was haben wir denn hier? Das Bild einer Tür. Ich weiß nicht, wer es gezeichnet hat, aber es ist jedenfalls äußerst geschmacklos. Ja, das stimmt. Wer hängt sich schon sowas ins Schlafzimmer? Ja, Harry, da gebe ich dir recht. Ah, sehr gut. Brauchen wir überhaupt nicht, ne? Munition. Mehr ist hier nicht. Wie? Mal hier nochmal auf der Seite. Nö, das ist nur eine Heizung und eine Couch und ein Tisch. Ohne Fernsehen. Na gut, tolles Lehrerzimmer. Ganz ehrlich, aber ist okay. Ach, okay. Die Schulen in Videospielen sind manchmal echt merkwürdig. Abgeschlossen. Okay. Kannst du die Kamera bitte hinter dich drehen? Danke. So, dann gucken wir uns mal weiter in dieser Gruselschule. Also es ist wirklich unbehaglich hier. So, hier haben wir ein Krankenzimmer. So sieht das aus, ja. Ein Krankenbett. Und ein Speicherpunkt. Ja, den nehmen wir. Bitte abspeichern. Ich mache auch nochmal ein Quicksave. Haben wir schon. Okay. Alles klar. Dann haben wir ja hier... Medizinschrank, da ist doch bestimmt was. Ja, seht ihr? Ein Tonikum. Sehr schön. Silent Hill Hospital. Och, und guck mal hier. Ein Verbandskasten. Sehr gut. Wie gesagt, von den Verbandskästen haben wir jetzt auch schon einige. Na, da haben wir schon 4 Stück von. Aber das sind Vollheilungen. Deswegen würde ich mir die gerne aufsparen. Ja, gutes Medizinzimmer. Haben wir 2 Heilungen bekommen. Sehr gut. Boah, was für eine Sicht hier. Okay. Wieder eine Heizung, die sehr rostig aussieht. Auch abgeschlossen. Okay, da bist du in die goldene Mitte. Gibt es hier vielleicht irgendwas, was man öffnen kann? Das erinnert mich jetzt voll an Resident Evil, an das Polizeirevier irgendwie. Ich weiß auch nicht. Aber es ist cool, es ist cool. Dann müssen wir in die goldene Mitte, würde ich sagen. Ah, ja. Okay. Das sind andere Gegner. Was? Was sind das für Viecher, verdammt? Ach, guck mal, das sind diese... Ah, das sind die Gegner, die uns angegriffen haben hier, diese komischen... Diese komischen Affen. Okay. Ja, das sind die... Okay. Da ist es. Kannst du mal schießen? Danke. Die brauchen 3 Schuss. Ein Moment. So, da bin ich wieder. Ja. Frau war ganz kurz da. So, machen wir diese Gegner hier kaputt. Um Himmels Willen, Freunde, diese Musik, was ist das denn, ey? So, wir erkunden weiter hier die Schule, beziehungsweise den Innenhof. Da könnte man, glaube ich, wieder rein, ne? Genau. Aber, hier könnte doch noch was sein. Gucken wir uns doch einfach mal um. Sonst ist hier nichts. Sonst ist hier gar nichts. Wie?
Ah doch, guck mal. Aha, was ist denn hier? Eine goldene Sonne. Ah, okay. Ich glaube, das haben wir eben. Die Turmtür ist abgeschlossen. Die Zeiger sind auf 10 Uhr stehen geblieben. Ja, das verbindet sich alles recht schön mit den Hinweisen, die wir eben gefunden haben. Ein silberner Mond. Okay, das heißt, wir müssen hier dann irgendwann irgendwas machen. Boah Gott, aber ich will hier aus diesem Bereich raus. Die Musik, die ist ja irgendwie total... Ja, Psycho. Ach, um Himmels Willen. Das sind zwei! Wow, wie das sind zwei? Okay, das ist gemein. Nix da. Achso, jetzt habe ich aus Versehen hier die Lampe ausgemacht. Wartet mal. Keine Munition. Ach, verdammt. Wartet mal. Taschenlampe wieder anmachen, bitte. Und an einmal dieses Stahlrohr ausdrücken. Oh mein Gott. Verdammt. So. Puh, die Gegner haben wir auch kaputt gekriegt. Okay. Ekelhafte Teile. So, das heißt, wir sind jetzt wieder im anderen Schulflügel. Genau, und gehen mal hier hin. Ah ne, das sind wir hergekommen. Wir gucken mal direkt in die erste Tür hier rein. Okay, da ist noch Munition. Dankeschön. Und was haben wir hier? Was ist das? Was ist das? Was ist das denn? Das ist ja geil. Guck mal. Das sieht so aus wie so kleine Schulkinder. Okay, und es ist weg. Was zur... Hä? Okay, krass. Das ist schon creepy. Da könnte man raus. Da könnte man... Das Schloss klemmt. Die Tür kann nicht geöffnet werden. Okay. Was war das denn gerade? Das war ja süß. Das war irgendwie putzig. Ich weiß auch nicht. Das war irgendwie geil. So, a friend in need. Okay. Alles klar. So, gucken wir uns noch den Storage Room an, bevor wir die Folge hier beenden. Und zwar genau diesen hier. Ah, das Schloss klemmt. Die Tür kann nicht geöffnet werden. Na, dankeschön. Dann können wir hier rein? Können wir, okay, aber Moment. Bevor wir hier weitermachen. So, die Schule, die ist schon echt extrem, muss man sagen. Flatsch. Genau. Können wir hier rein? Abgeschlossen, okay. Das heißt, wir müssen hier weiter. Mach bitte die Kamera hinter dich. So. Dankeschön. So, was haben wir denn hier? Ein Treppenhaus. Okay, das sind Treppen. Doc, ein Freund, der Hilfe braucht. Und was haben wir hier? Können wir hier rein, zufällig? Nichts drin. Okay. Ja, Stockwerk könnten wir wechseln, aber das lasse ich lieber erstmal. Gehen wir lieber erstmal hier rein. Schloss klimmt. Super. Warum klimmen denn alle Schlösser hier? So, dann guck dich nochmal genau um. Nicht, dass wir hier irgendwas übersehen. Die Schlösser klemmen alle, ne? Das ist echt komisch. Schloss klemmt, ja. Alles zu, wieder mal. Da könnten wir jetzt wieder raus, oder wohin geht das? Ach, können wir das vielleicht öffnen? Ah, okay. Die Tür haben wir jetzt wieder geöffnet, das heißt, wir könnten wieder in den Originalbereich. Aber schauen wir noch die letzten Türen hier. Schloss können, schauen wir aufs Klo. Da können wir natürlich rein, ist klar. Ach du Scheiße! Auf dem Klo ist ein Gegner. Oh, ja, 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 ja. Okay. Okay, die machen wir jetzt mal. Würde ich. Alter! Hörst du auf?
Bleib liegen! Okay, dieses Stahlrohr ist Mist, muss man tatsächlich sagen. Das Ding liegt immer noch. Jetzt dreht den kaputt, Mensch. So, ja, hier war ein Gegner drin. Ich weiß nicht, was es mit diesen Affen auf sich hat, aber... Hier ist ein Klo und was ist das da? Hier ist gar nichts. Wie jetzt? Och, nö, völlig umsonst hier... Gesundheit verbraucht, oder wie? Hier ist nichts. Nur ein Gegner, der auf uns wartet. Ja, super. Toll. Dann hier das gleiche wahrscheinlich auch nochmal, oder? Orange müsste uns eigentlich heilen, komm. Gucken wir einmal kurz rein. Hier ist kein Gegner drin, okay. Aber auch nichts, so wie es aussieht. Okay, auch nichts. Aber Hauptsache Klos haben auf der Schule, ja, das ist natürlich so angebracht. Na gut, liebe Freunde, dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge in den, zweiten Stock. Mach die Kamera bitte hinter dich. Und ja, dann machen wir jetzt hier erstmal Folgenende. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter, den Kanal. Und ja, bis hier weiter geht's, sehen wir dabei beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch schon einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.